Hallo Leute, ein herzliches Willkommen zu unserer F1 2021 My Team Season. Wir sind in Japan, eine wunderbare Strecke, die mir einfach nicht liegt. Also ich weiß nicht, ich bin kein Fan der Strecke. Wir hatten jetzt auch in der Formel 1 ein bisschen Auszeit. Es ist eine mega coole Strecke, auch sehr spaßig vielleicht für die Leute, die sie mögen. Aber ich finde gerade die S's, der komplette erste Sektor ist Horror. 5,8 Kilometer, 18 Kurven und eine mickrige DS-Zone. Aber schreibt gerne mal eure Meinung zu der Strecke in die Kommentare. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei. Und natürlich auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok. Da sind wir 11.200 Leute. Danke, danke, danke. Links mal unten in der Bio. Erste Kurve hier okay. Gut gefahren. Scheitelpunkt jetzt schon verpasst. Ich muss sagen, ich habe die Schwierigkeit ganz fett runtergedreht. Wir fahren hier 82 oder so. Und trotzdem muss ich mich strecken. Wir fahren 85. Ich muss mich trotzdem strecken ohne Ende, dass ich überhaupt hier dran komme. Ich habe auch zuerst getriggert, probiert so im ersten Training mit der normalen 95er Karriere und so, aber bist du deppert? Nein Leute, das ging einfach nicht. Und so habe ich dann irgendwie doch, gerade nach dem ersten Sektor, gerade der mittlere Sektor, der liegt mir extrem, da finde ich Pace ohne Ende. Oder auch Zeit ohne Ende. Ich bin hier auch nur einen Versuch gefahren. Ich weiß nicht mehr genau. Es ist ewig her, dass wir in unserer Team-Season gefahren sind. Deswegen tut es mir leid, wenn ich die WM-Stände jetzt nicht ganz kenne. Ich weiß, wir sind Weltmeister geworden, aber Konstrukteurs-WM ist natürlich noch nicht ganz durch. Und wir haben Ayrton Senna als unseren Fahrer. Also Leute, macht euch auf einen Hype gespannt. Hier gab es natürlich auch in Japan direkt, also nicht auf dieser Strecke, sondern in Fuji, gab es auch noch das ein oder andere Rennen, wo es für Diskussionsstoff sorgte, aber auch schon hier in Suzuka in der ersten Kurve und so weiter. Ich denke auch gerne zurück an die 70er Jahre, wo auch Niki Lauda da nach seinem schweren Unfall gesagt hat, es war glaube ich in Fuji war das, wo er gesagt hat, nein, ich werde nicht an den Start gehen, und rückblickend war es auch eine tolle Entscheidung, und so hatten wir auch mal James Hunt als Weltmeister. 1:30.5, echt schlecht, echt schlecht. Ich weiß, Leute, bin locker hier 1,5-2 Sekunden langsamer als die normale Formel 1. Aber es tut mir leid, ich bin nicht der diese Strecke liebt. Irgendwie hat es Ayrton Senna auf die Pole geschafft. Lando Norris dahinter. Und dann kommt wie folgt. Bin sehr gespannt, wer den Sieg holen kann. Ich glaube, wir hatten eine Strafe eingebüßt. Bottas und Ricciardo, dann Hamilton und Leclerc. Perez und Alonso. Ja, ich glaube, das wird... Oh, Gasly auf 9, GG Bro, Ocon, Verstappen und Tsunoda, auch gut von Verstappen wieder, Russell und Vettel, Stroll und Latifi, was macht denn der da so weit vorne, Giovinazzi und Raikkonen, und wir teilen uns dann doch wieder die letzte Reihe, auch Sainz hier mit einer Strafe und wir letzter Platz, wir waren 2 Zehntel langsamer, das bedeutet, wir wären so irgendwie so in die Top 5 gelandet. Auch mit der Schwierigkeit. Sala. Aber los geht's. Wir sind 22. Platz. Und die roten Lichter, sie beginnen zu leuchten. Wir hatten einen okayen Start hier. Muss man echt zugeben. Auch Schumacher hier gestanden. Aber Sainz, der ist irgendwie das Richtmaß. Oder so das Maß aller Dinge. Ich gehe hier vorsichtig in die erste Kurve rein. Es kann hier viel passieren. Hier gibt's schon Drag Limits. Nein, ich habe Schumacher berührt. Okay. Muss ein Hinterreifen irgendwie gewesen sein. Also ich habe das gar nicht mitbekommen. Hier jetzt gerade mit dem Start. Ja, das ist auch so ein Trick, man muss ja immer so triggern, so rauf, runter, rauf und bremsen und bremsen und bremsen. Da habe ich immer ein bisschen Schiss, Mann. Kimi, pass bitte auf. Kimi, bitte pass auf. Und da innen kommt gleich Sainz durch wieder. Da kommt Sainz, da ist Sainz schon neben uns. Ja, was soll ich machen? Ich meine, die fahren da vorne. Ja, das ist leider auch dieser Kiermonik-Effekt. Ähnlich wie in, wo war das letztes Mal? In Imola. Man kann ja schwer überholen. Es gibt nur eine richtige Geraden. Hier rein werde ich viele Überholmanöver wagen. Und, Alter, das war... Ich habe Kimi berührt. Mann! Okay, heute bin ich anscheinend ein Rüpel. Es tut mir leid, ich bin ein Rüpel. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt wieder Kimi berührt habe, aber vielleicht beim Kreuzen, dass er sich da irgendwie, dass das dann ein Wheelbang gab, ich weiß es nicht. Ich bin auch ein bisschen hyped auf Miami. Ich freue mich echt auf die Strecke. Wird was Interessantes werden. Für Gelächter haben wir auf jeden Fall schon diese, Fake-Wasser, diese Fake-Meeresbuchten gesorgt. Und der Fake-Sand, der angeschüttet wurde, um zu vertuschen, dass das alles eigentlich nur auf einem, Stadionparkplatz stattfindet. Zalala, da gab es eine kleine, aber feine Berührung, die Gott sei Dank für keinen schädlich ausging. Und das war die dritte Berührung in der ersten Runde. Ich bin einfach zu hibbelig hier unterwegs. Also, die Strecke ist cool. Wir haben auch schon gute 7 Plätze gut machen können. Überwiegend natürlich beim Start.
drei Plätze oder so. Und auch hier nachher, gerade so im Mittelsektor. Erster Sektor geht eigentlich fast nicht überholen. Also du willst auch bei die S's oder so, da geht's nicht. Und gerade auch oben, also da ganz oben, da geht auch nicht viel. Wie gesagt, einfach diese sehr, sehr enge Haarnadelkurve, also die geht auch breit auf. Da kannst du rein überholen. Ach, da kommt ein bisschen, der war schwach, der Exit Stroll. Der war echt schwach. Und da kommen wir gleich mal weg. Salantier, wie gesagt. Alter, was machst du, Trottel, da? Was macht der Idiot? Der ruiniert uns den Seitenteil. Wir gucken uns mal den Start an. Aber was macht Stroll da? Warum sticht er da nochmal rein? Das macht kein normaler Mensch. Vorne die McLaren, überwiegend fett unterwegs hier. Also richtig gut von denen. Ja, die Haas haben wir gleich beim Start abgezogen. Und ja, oh, das war echt schlecht. Das war echt schlecht hier. Ja, da kommt Sainz nochmal von außen. Aber können wir Gott sei Dank kontern. Da waren schon drei Plätze gut. Und ja, danach hier gegen nochmal Sainz, glaube ich, war das. Ja, der ist ja zurückgekommen, weil Kimi sein gebremst hat. Echt eng hier zugegangen. Ich mag auch diese Ansichten von der Linie aus. Da war ich echt überrascht, dass die alle so knapp beieinander sind. Ich wollte rausstechen und dann stehe ich auf einmal schon am 15. Platz herum. Das war echt, ja, that could be funny. Und viel Dreck schon auf unserem Auto drauf hier in der ersten Runde. Und hier rein ging er richtig rein. Ja, keine Ahnung, was das von Stroll war. Ich hoffe, dass es auch noch drauf. Nein, ist leider nicht mehr dabei. Ja, das tut mir natürlich echt leid für ihn. Aber was soll ich machen? Der Stich da, das ist eine unmögliche Stelle. Man kann hier nicht reinstechen. Ich bin vielleicht jetzt nicht hundertprozentig eine Ideallinie gefahren. Aber da steche ich trotzdem nicht rein. Das tut mir echt leid für ihn. 11. Platz in der dritten Runde ist... 12. Platz in der dritten Runde ist auf jeden Fall okay. Boah, da kommen wir weit raus. Ich wollte den maximalen Schwung mitnehmen, aber das war zu viel. Das hat dann auch schon wieder Zeit gekostet, auf jeden Fall. Hier im Windschatten nähern wir uns an Ocon dran. Und zupfen noch nicht raus. Und jetzt, was macht Ocon hier? Verbremst sich. Ja, das kann natürlich passieren. Gerade under the pressure. Da musst du standhaft bleiben. Jetzt gibt es DRS für beide, aber wir haben natürlich Glück, weil er keinen Windschatten hat. Einfach ein toller Überhol-Move. Hier kann es halt nur zu blöden, da kann es auch zu blöden Missverständnissen kommen. Auch im Game ist das noch nicht ganz ausgereift, weil wenn da manchmal jemand langsam mehr aus der Box rausfährt und dann der eine vorbeischießt in die Rechtskurve, das ist echt sehr tricky. Also es gab da schon auch in der Vergangenheit ein paar Unfälle in dieser Kurve. Nicht nur im Spiel, sondern auch in der Formel 1. Alonso hält hier sichtlich Verstappen auf. Der könnte da viel mehr. Nur kommt nicht an Verstappen dran. Dann probieren wir hier mal unsere Chance. Und oh mein Gott, da wird gleich der Konter kommen. Aber ach du Scheiße. Ja, jetzt zieht Alonso auf einmal weg. Aber natürlich, ich habe hier ein bisschen Zeit liegen lassen beim Rausbeschleunigen. Ja. Der funkt uns hier zu, der Mann. Der funkt uns hier zu. Sutherland, Windschatten hier gegen Fernando. Ah, Mann. Ja, das war jetzt... Okay, ich bin einfach zu schlecht hier. Da bremse ich mal ab, weil das war... Ja, ein schlechter Try. Auch hier... Ich weiß nicht genau, was ich hier mir gedacht habe. Das war gar nicht gut. Ich weiß, es ist kein gutes Rennen für mich heute. Wir haben zwar schon 10 Plätze aufgeholt, 12 Plätze aufgeholt, aber jetzt hier beim Rausbeschleunigen. Da geht es auf jeden Fall. DRS ist natürlich auch ein bisschen dran geschuldet, auch der Windschatten und das ERS. Natürlich, dass die Seitenkästen kaputt sind, ist dumm gelaufen und da keine Ahnung, was Troll sich dabei gedacht. Wieder gelbe Flagge. Wir sind auf dem 8. Platz noch immer noch und es hat ein bisschen gedauert, um hier an Stroll dran zu kommen, am Gasly dran zu kommen. Nein, da kann ich nicht. Da passiert so ein dummes Missgeschick. Ach du Scheiße. Ja. Ich sag mal, Formel 1 FIA, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Wer ist schuld? Und jetzt ist noch einer ausgeschieden, Sebastian Vettel, und da kommt der Safety Car raus. Nein, es ist wahrscheinlich auch wegen dem Dreher von Gasly rausgekommen. Und Latifi auch ausgeschieden. Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag. Da hinten ist anscheinend irgendwas abgegangen, was wir verpasst haben. Ich bin sehr gespannt, ob... Ja, ich weiß nicht genau. Es ist natürlich okay, jetzt sind die disqualifiziert, noch einer.
Okay, da hinten war anscheinend ein richtiger Stau und da sind alle in der Box drin. Das ist natürlich ein geschenkter Goal, also den schaut man nicht ins Maul. Das ist sehr ein geschenkter Box, also man kann hier die halbe Zeit sparen. Giovinazzi ist in der Safety-Kolonne, was? Okay, da oben hat gerade irgendwas gar nicht gestimmt. Und es gibt eine neue Nase. Wegen den scheiß Breakdance von Fernando Alonso müssen wir hier jetzt noch eine Nase absitzen. Und ich glaube, das wird echt schwierig jetzt noch das Podium. Jetzt gibt es noch eine Unsafe-Release auch. Ja, natürlich Verstappen, den wir hier sensationell überholt haben. Der ist jetzt einfach wieder zurückgekommen. Das ist natürlich dumm gelaufen, aber gut für uns, weil das bedeutet, wir sind irgendwas in den... Ja, wenn die anderen auch noch stoppen, irgendwas... Ja, wir dürfen den jetzt nicht überholen, das ist natürlich dumm. Das ist echt schade. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Nach einer anstrengenden Phase sind wir hier an Valtteri Bottas dran. Schnellste Rennrunde, zack im Windschatten, DRS und ERS zupfen wir hier raus. Und es reicht für den dritten Platz, Leute. Das ist das Podium, hätte ich echt nicht geglaubt, nach dieser chaotischen Anfangsphase. Auch der Mittelteil, die ersten 5 Runden, die waren echt jetzt nicht optimal. Gerade auch mit vielen Fehlern drin. Dennoch haben wir es hier irgendwie in die Top 3 geschafft. Ricardo wird uns hier hoffentlich, ja, vielleicht können wir den, ich weiß nicht, ob wir, na doch, aber da können wir nicht, der deckt jetzt schon richtig ab, nein, da gehen wir noch nicht rein. Ricardo, was machst du denn? Ja, er hat einen Senna, führt noch immer noch das Rennen an, ich bin echt stolz auf ihn. Und ich habe mir auch vorgenommen, ihn nicht irgendwie anzugreifen. Also ich möchte ihm da den Rennsieg gönnen. Hier kommen wir in der letzten Runde noch dran. Aber, nein, das ist die vorletzte Runde. Aber, ja, ich habe mir da noch gedacht, vielleicht doch überholen, angreifen und so weiter. Aber, ja, das ist halt dumm. Ich meine, der führt das ganze Rennen, hat sich verdient die Pole geholt. Natürlich auch, weil ich mir... ja, Strafen geholt, aber ich habe vieles ausgetauscht für die nächsten paar Rennen. Einmal müssen wir das Ganze noch machen. Aber jetzt hier, oh, wir kommen schon schön dran. Wir kommen so schön hier dran an Ayrton Senna. Aber wir sind auch 2 Sekunden, ja, jetzt sind sie noch 1,3, von Ricardo weg. Kommen wir gut dran. Es gibt wahrscheinlich jetzt nicht mehr die schnellste Rennrunde, oder? Doch.
Es gibt die schnellste Rennrunde. Nochmal eine Zehntel schneller. Und jetzt hier kommt der Angriff zu Ayrton Senna. Der hat es uns hier einfach zu einfach gemacht. Ich weiß nicht, ob bin ich... Das war einfach zu einfach. Ich lasse ihn hier auch wieder vorbei. Und dann hakt er ein und drängt uns hier von der Strecke. Ayrton Senna, was war das denn bitte für eine dumme Scheiße? Also wirklich, das Rennen ist wirklich jedes Mal zum Scheißen. Ich hasse Japan, das ist eine Dreckstrecke. Ich bin hier fahrerisch einfach eine Null. Könnte hier aber nochmal versuchen, an Ricardo dran zu kommen. Ja, das reicht hier, ja, mein Gott. Und hier verbremst sich nochmal Ayrton Senna. Und ich bin auch schuld, dass Ricardo gegen Bottas den Platz verloren hat. Weil ich ausgewichen bin, dass ich Senna hinten nicht drauf war, habe ich natürlich jetzt auch Ricardo weit geschickt. Ja, das ist echt dumm gelaufen heute. Ich bin froh, wenn wir hinter der Ziellinie sind und wenn der dritte Platz, der zweite Platz mir gehört. Ich kann mit dem echt froh sein. Doppelsieg für ITU Racing. Ich bin echt stolz heute nicht auf die Leistung, weil die war echt miserabel. Jetzt greift hier nochmal Bottas auch an. Ja, die Reifen sind durch, gerade auch mit diesem ganzen Dreck da drauf. Aber ja, das wird reichen. Das wird dennoch reichen, dass wir hier ins Ziel kommen als zweiter Platz. Unverdient, muss ich sagen. Das war echt ein sehr, sehr schlechtes Rennen von mir. Das war nicht spaßig, es war eine Tortur, muss ich sagen. Dennoch sind wir irgendwie Fahrer des Tages geworden. Ja, wir sind ja doch vom letzten Platz gestartet, aber trotzdem. Ich bin nicht stolz drauf. Schreibt gerne eure Meinung zu diesem Rennen in die Kommentare. Bitte seid gnädig mit mir. Es war echt schlecht. Aber mit Ayrton Senna zu klatschen ist halt einfach ein Wahnsinn. Er ist der Größte der Formel 1 Geschichte und den im Team zu haben, das ist schon eine Ehre, muss man sagen. Und dass der auch im Spiel drin ist, finde ich echt eine klasse Sache. Mit einem Handy. Kennt er das überhaupt? Nein, kann er gar nicht kennen. 94 ist er verunglückt. Er kann das Handy gar nicht kennen. Also, er denkt sich auch schon, was ist dieses Metallding in meiner Hand? Ja, ich weiß nicht. Es war ein tolles Rennen von Senna auf jeden Fall. Der hat sich da verdient den Win geholt. Uneinholbar, unantastbar. Aber ja, so war er auch im Großteil seiner Karriere. Sonntag hat sich auch sein Todestag zum 28. Mal gejährt. Und ja, 5 Zehntel waren es da zum Schluss. Ja, für Ricardo tut es mir natürlich leid, aber in erster Linie war das Sennas Schuld, weil er sich da verbremst hat. Und ja, deswegen mussten wir hier ja ein bisschen ausweichen. Das war jetzt echt nicht gut. Wir sind 186 Punkte vorne, aber ich finde es echt beachtlich. Das ist das 5. oder 6. Rennen von Senna und der hat 114 Punkte. Der ist gerade mal in der Sommerpause gekommen, von Belgien, also nach Belgien. Also Belgien war sein erster Grand Prix und hat es hier schon als WM-6. Reingeschafft. Wir haben natürlich auch eines der stärksten Autos im Fahrerlager. Und dennoch, ja, muss ich echt sagen, ach nein, Stroll ist noch unser Rivale hier. Straffrei sind wir ausgegangen. Okay. 1,5 Millionen gibt es da nochmal drauf als Bonuszahlung. Und das war ein sehr tolles Rennen, sehr actionreich vor allem. Und interessant auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir holen uns einen neuen Sponsor, der fett Kohle bringt. Ähnlich wie McLaren. Ähnlich wie McLaren. Aber ja, den müssen wir jetzt hier wieder drauf geben. Ich finde es auch cool, dass ich da das okaye Farbschema gefunden habe. Das Grün gefällt mir nicht ganz, aber es ist halt auch Teil unseres Logos. Und ja, deswegen werden die Sponsoren immer ein bisschen grün. Und der Helm ist auch okay, muss ich echt sagen. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert, wie gesagt, gerne den Channel. Ich möchte noch mal ein paar andere Sachen ausführen. Wenn wir mal wieder ein Rennen gewinnen, nächstes Mal ist Austin. Ich hoffe, dass da nicht wieder 2 Monate Pause sind dazwischen. Schreibt unbedingt gerne eure Meinung zu diesem Rennen in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, das waren nur noch ein paar Einstellungen. Viel Upgrades gehen nicht. Ich gehe schon in Richtung Strapazierfähigkeit, weil ich ja nicht weiß, ob es Änderungen für nächstes Jahr gibt. Also in unserem Game hier. Ich weiß auch nicht, ob es eine neue Season geben wird. Schaut gerne auf Instagram auf IT-Gaming vorbei, auf It's-Tobi auf TikTok. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für euren Support. Da kommen jeden Tag mindestens 3 Videos online. Links mal in der Bio und abonniert gerne den Channel hier kostenlos und lasst doch gerne Daumen oben da, falls es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal in Austin und ciao. Yeah.
track, trying to master rap. I never gave it up when they called me whack. I gotta run the game like I'm a running back. I gotta change it up so you ain't stuck with that. Now give me the mic and I'm gone.